Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Wohnungspolitik des rot-roten und rot-schwarzen Senats ist gescheitert. Das können wir feststellen. Und das muss auch korrigiert werden, und zwar grundsätzlich. Und das kann nur mit uns Grünen geschehen. Und dafür werden wir auch weiterhin kämpfen. Eine Wohnungspolitik, die nicht den Namen, diesen Begriff sozial verdient, ist keine Wohnungspolitik. Und wenn die SPD bei den Wahlen 2011 schreibt oder damit hofiert und sagt, die SPD ist die Mieterpartei, das stimmt nicht so. Das hat sich in den letzten 25 Jahren gezeigt, in denen die Sozis in dieser Stadt regiert haben. Ich würde mich anschließen an meinen Vorredner und einen Aufruf machen, bitte sammelt kräftig mit, weil dieses Volksbegehren ein wichtiger Schritt für eine bessere Mietenpolitik in dieser Stadt ist. Es sind viele meiner Vorrednerinnen und Vorredner auf verschiedene Aspekte der Wohnungspolitik, Mietenpolitik eingegangen. Ich wollte noch einen Aspekt dazu hinzufügen. Die aktuelle Mietenpolitik dieses Senats will oder setzt auf Bauen, nur Bauen, und das ist nicht ausreichend. Wenn neu gebaut wird, heißt es nicht, dass die Menschen sich das leisten können. Das ist nicht nur die Einkommensschwachen, sondern auch die Mittelschicht kann nicht unbedingt den Neubau leisten. Und so kann man keine Mietenpolitik machen in dieser Stadt, und dagegen müssen wir antreten auch. Und noch ein weiterer Aspekt ist es, dass man auf Friedhöfen bauen möchte, dass man auf Grünanlagen und Kleingärten bauen möchte, und das alles damit zu begründen und sagen, wir brauchen neue Wohnungen. Das ist nicht ausreichend, das geht nicht weiter so. Und zwei letzte Sätze. In meinem Wahlkreis in Kreuzberg erlebe ich fast tagtäglich, dass viele Menschen sich an mich wenden und sagen, wir können uns unsere Mieten nicht mehr leisten. Die seit 30, 40 Jahren im selben Kiez wohnen, müssen ihre Wohnungen verlassen. Und sie verlieren nicht nur ihre Wohnung, sondern auch ihr ganzes soziales Umfeld. Ja, Kindergarten, Verwandtschaft, Freunde, Freundinnen und so weiter. Und das ist nicht gut für diese Stadt. Und dagegen müssen wir weiterkämpfen. Danke. Vielen Dank, Turgut. Und